Und damit seid gegrüßt, mit den Zwerge, Gnome, Hobbits und Illudim. Ihr seht's richtig. Zum Wahlswiper 2021. Wir spielen den Wahlswiper für die Bundestagswahl 2021. Genauso machen wir's. Und hier sehen wir schon, wie das funktioniert. Die haben wir 36 Fragen, die man sich auch noch vorlesen lassen kann. Soll der Mindestlohn auf mindestens 12 € angehoben werden? Ja, für die Analphabeten oder für die, die nicht lesen wollen, also für die, die nicht lesen können oder nicht lesen wollen. Ja. Und ja, hier gibt es natürlich, gibt's auch mal das Tollste beim Wahlswiper. Alternative zum Wahlomaten. Ich hoffe, ich muss hier nicht großartig viel erklären, wie es funktioniert. Ja, wir werden hier swipen. Nach links und rechts können wir hier swipen, wie bei Tinder, bei anderen Dating-Plattformen. Bloß, dass wir hier unsere Partei daten. Unsere Partei, dann, ja, bei der Bundestagswahl werden wir sie daten. Aber jetzt wenn wir erstmal unser Match finden. Und ja, hier kann man sich immer schön, da gibt es immer zu jeder Frage immer noch ein einzelnes Erklärvideo, was ich immer ganz großartig finde. Ja, wenn man mal was nicht versteht, kann man sich das dann erklären lassen. Hier haben wir gerade schon vorgelesen bekommen, der Mindestlohn 12 Euro. Hier kann man es gleich so ins Doppelt gewichten, kann man gleich hier draufklicken. Ja, Mindestlohn und kann man gleich nach rechts zu ja swipen. Ja, Erdgaspipeline Nord Stream 2, da bin ich dagegen, aber ich werde es nicht doppelt gewichten. So, man kann auch hier klicken, dann wird es gleich weggeweht. So, in Deutschland wird es Zentralabitur geben. Da kann man sich hier zum Beispiel gleich ein Video dazu angucken. Das schauen wir uns gerade Bei mal einem an. Da wird deutschlandweiten es einheitlichen erklärt. Abitur würden alle Schülerinnen und Schüler dieselben Prüfungen ablegen. Damit würden die Leistungsanforderungen für alle Schülerinnen und Schüler einheitlich werden, was zu einer besseren Vergleichbarkeit der Noten über Bundesländergrenzen hinweg führen würde. Allerdings würden dadurch den Ländern Kompetenzen abgesprochen werden, da Bildungspolitik und damit auch das Abitur momentan Ländersache sind. Ja, also für Leute, die da bei manchen Themen, so ist es beim Wahlswiper nicht, Quatsch, so ist es beim Wahlomaten nicht, dann musst du die Fragen einfach so beantworten, die kannst du dir bei jeder Frage auch nochmal erklären lassen, was damit überhaupt gemeint ist, wie du das dann, damit du verstehst, wie du stimmen kannst, so ist. So, Deutschland wird zentral, aber du bin ich dafür, aber doppelt gewichten würde ich es, glaube ich, nicht. So, weg damit, auf die Ja-Seite. Kita-Gebühren abgeschafft werden. Ja, bin ich auch dafür. Behindertenwerkstätte schrittweise abgeschafft und Menschen mit Behinderungen in den regulären Arbeitsmarkt. Ja, bin ich dafür. Volksentscheide für wichtige Sachfragen auf Bundesebene. Bin ich auch dafür. Der Besitz von Cannabis zum eigenen Bedarf entkriminalisiert. Jo. Soll das Wahlalter für die Bundestagswahl auf 16 Jahre gesenkt werden? Das kann ich so doppelt gewichten und kann hier einmal nach rechts schieben. Ja, soll es. Sollen alle noch laufenden Atomkraftwerke sofort stillgelegt werden? Soll es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule geben? Soll es eine Vermögenssteuer erhoben werden? Können wir uns hier mal erklären lassen. Ich weiß, was es ist, aber. Unter einer Vermögenssteuer versteht man die Besteuerung des gesamten Vermögens einer Person, also Häuser, Aktien und andere Wertgegenstände. Die Vermögenssteuer wurde zuletzt 1996 erhoben. Jetzt gibt es den Vorschlag, Vermögen ab einer bestimmten Höhe wieder zu besteuern. Dabei soll der Steuersatz mit der Vermögenshöhe ansteigen. Einige sehen in der Wiedereinführung der Vermögenssteuer eine unangebrachte doppelte Belastung von Vermögenden. Sie gehen davon aus, dass ein Teil des Vermögens durch bereits versteuertes Einkommen entstanden ist. Außerdem sagen sie, dass nicht alle Vermögenden laufende Einnahmen besitzen, was zum schrittweisen Verlust des Besitzes führen würde. Andere argumentieren stattdessen, dass vermögende Personen häufig in Aktien oder Immobilienfonds investiert haben. Dadurch würde ihr Vermögen stetig weiterwachsen. Menschen mit keinem oder einem sehr geringen Vermögen hätten diese Möglichkeit nicht. Das bedeutet, dass die soziale Ungleichheit in Deutschland weiter ansteigt. Ja, okay. Das sind doch komplexe Themen, die hier behandelt werden. Ja, Vermögenssteuer, ja bitte. Können wir ja mal endlich mal, können wir ja doppelt gewichten und nach rechts schieben. Gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik ausgebaut. Jo. Soll aktive Sterbehilfe in Deutschland erbaut werden? Jo. Erlaubt. Soll eine Vergemeinschaftung von Schulden unmöglich sein? Ja,
Da bin ich mir wirklich echt nicht so sicher. Also ja, da ist es. Dann kann man sich auch unterhalten. Da kann man auch überspringen klicken. Das heißt, der Spitzensteuersatz von 42% zukünftig erst ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro statt oder mehr greifen und nicht schon ab rund 58.000 Euro. Also noch später. Nein, da bin ich dagegen. Könnte man fast doppelt gewichten. Zu spät. Also der Kohleausstieg bereits 2030 anstatt wie bisher vorgesehen 2038 erfolgen. Ja, eigentlich bin ich dafür, dass so als Zwerg so die ganzen Zwerge arbeitslos machen. Die armen Zwerge. Aber ja, Kohle muss weg. Sollen zur Bewältigung der folgenden Corona-Pandemie die Steuern und Abgaben erhöht werden? Soll das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gelockert werden? Soll gendersensible Sprache in Hochschulen und Verwaltung verpflichtend eingeführt werden? Soll die Wehrpflicht bzw. ein verpflichtendes soziales oder ökologisches Jahr als Ersatzdienst wieder eingeführt werden? Ja, das ist so ein Thema. Ich weiß es nicht. Einerseits finde ich die Wehrpflicht ja schon ziemlich gut. Andererseits das freiwillige Jahr. Das ist, man sollte das freiwillige Jahr zur Pflicht machen. Das ist das freiwillige soziale oder ökologische Jahr. Das finde ich definitiv eine Sache, kann man mal, sollte jeder mal gemacht haben. Und das ist dann auch, ja. Wehrpflicht kann man verweigern, ich weiß, aber es hat halt sehr, sehr starke Negativ, also hat sehr starke Kontrapunkte und sehr starke Pro-Punkte. Also ist da für mich wirklich, ich bin da wirklich sehr unentschlossen. Das ist halt wirklich, sagt genau gleich viel für ja, gleich viel für wenig bei mir, finde ich, bin ich sehr unentschlossen, aber ich schieb's mal zu ja immer. Soll die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen ausgestattet werden? Auf gar keinen Fall. Soll die Kompetenzen der Länder im Verhältnis zum Bund gestärkt werden? Das Gegenteil. Bitte. Soll die CO2-Besteuerung auch nach 2025 weiter erhöht werden? Über. Soll der Rundfunkbeitrag für die öffentlichen rechtlichen Medien erhöht werden? Nein. Kämpfe ich schon lange gegen. Tempolimit auf den Autobahnen? Jo. Also ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos fahren. Ja, bundesweiter Mietendeckel. Mit Gefrass aus dem Grundgesetz. Ja, soll in Deutschland die Verteidigungsausgaben von knapp 1,4% auf 2% des Bruttoinlandsprodukts erhöht werden. Auf gar keinen Fall. Soll sie gekürzt werden. Ja, und jetzt haben wir hier die Parteien. Die können wir auswählen. Können wir auch alle auswählen. Und da mal gucken. Aha. Hey, die Lobbyisten für Kinder und Jugendliche, das kenne ich gar nicht. Das ist so also ein erste, die erste Partei, von der ich absolut gar nichts, wo ich wirklich noch gar nichts von gehört habe. Okay, Bündnis 21 habe ich auch noch nie gehört. Die Tipp habe ich schon mal gehört, aber weiß wirklich nicht, weiß mit der nichts anzufangen. Ansonsten habe ich von denen schon mal gehört. Würde ich sagen, das PDF-Format, gibt es noch eine Partei, die JPEG und GIF heißt. PNG. Na, dann schauen wir mal. Ich dachte schon, ich muss mich hier rechtfertigen. Ja, die Partei auf Platz 1. Okay. Die DIB. Mal gucken, okay, Sekunde, ich wollte nur eine Erklärung haben, was die sind. Die IB auf Platz 2, LFK auf Platz 3, Tierschutzpartei auf 4, Tierschutz 1.1. Dann erst die Urbanen, die haben wir schon beim Wahlomaten auf Platz 2 gehabt. Ja, hier wahrscheinlich auch, weil ich die IB, LFK, Tierschutzpartei, obwohl die Tierschutzallianz, die habe ich mir noch
Da ich mir noch markiert, der ich mir auf dem Wahlomaten, beim Wahlomaten mit reingenommen. Ist hier weiter oben. V-Partei, SGP, Piratenpartei. Eine ganze Kleinstparteien bei mir. Ich bin ein unheimlicher Fan von Kleinparteien. Von kleinen Parteien. Also das sind da halt die ganzen Liberalen und Linken. Kleinstparteien sind bei mir. Wird zu erwarten hier. Oh, die DEB gleich auf mit der Partei. Hier. 88,4%, 88,4%. Piratenpartei, erstaunlich niedrig diesmal. MLPD, Volt, dann haben wir SSW, was auch immer. DKP, die Linke, Bündnis 90 Grüne, das ist jetzt hier. Die Humanisten unter den Grünen, okay. Interessant. ÖDP, Liebe, Unabhängige, Menschliche Welt, SPD, Gesundheitsforschung, die Grauen, die Basis. PDF, ja, jetzt kommt der ganze Müll hier. Dritter Weg. Okay, Team Bodentunnel hätte ich mir noch weiter oben gedacht, aber okay. Freie Wähler, FDP, Bündnis 21, ja, die AfD, wo sie hingehört. NPD, Bündnis C, LKR, CDU, Bayernpartei und AfD. Die CDU auf Platz 3 von unten. Auf dem zweitletzten Platz. Bayernpartei und CDU sind gleich auf. AfD hier nur mit 9,3%. Wow. Da, wo es hingehört. Der dritte Weg. Der dritte Weg ist über 7 Tonnen. Was zum Henker. Was zum Henker. Über der FDP und noch über dem. Was zum Henker. Okay. Müssen sie wohl einige Übereinstimmungen haben. Ja, gibt es ja manchmal, das gibt es ja manchmal wirklich, die AfD hat ja auch 9,3%. Die haben an einer gewissen, die haben ein, zwei Fragen, wo es halt irgendwie um gewisse Sachen geht, haben die halt, wenn es um Finanzen geht, haben sie halt dieselben Meinung. Versteht ihr, was ich meine? Es ist halt nicht ausgeschlossen, aber dass ich an einigen Stellen, ja, aber die sind hier, guck mal hier unten, dritter Weg und NPD und so weiter, das ist hier Platz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 1, Platz 31, wenn ich das richtig gezählt habe. Irgendwas um die 30 rum. Das ist ein Wort, ich kenne. Oh, Sekunde. Ja, hier. Braucht uns keinen Kopf zu machen. Ja, vielleicht durch die Gewichtung kann es auch passieren. Ich habe ja doppelt gewichtet und so weiter, kann es ja auch passieren, dass da weiter hochkommt. Ja, aber hier, wir müssen uns Platz 30 eigentlich gar nicht angucken. Wir können uns hier auf die ersten 5, auf die ersten 10 konzentrieren. Da haben wir ja die Top 10. Da ist die MLPD hier noch mit drin. Der Volt kann man sich vielleicht noch angucken. Ja, auf Platz 11. Volt, MLPD, Piratenpartei, SGP, V-Partei, die Urbane, Tierschutzallianz, Tierschutzpartei, LFK, die IB und die Partei. Wo LFK weiß ich gar nicht, muss ich mir mal angucken, was machen die. Dann vielleicht ergeben das als Bild. Ah, hier kann man es mal, kann man das sowieso halt runterladen. Sehr gut. Parteienauswahl. Was ist denn die LFK? Das interessiert mich jetzt mal. Was habe ich da? Ach, das sind die Lobbyisten für Kinder. Habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Das ist halt. Ja, bei mir ist sowieso klar, was ich wähle. Und das ist halt. Dann könnte ich jetzt noch die Fragen jetzt ändern. Das wäre jetzt ein bisschen. Das wäre jetzt doppelte Moral. Teilnehmer Wahlprogramm. Partei für Kinder, Jugendliche und Familien. Okay. Muss ich mir mal vielleicht muss ich mir das mal angucken. Muss ich mir mal gucken. Ich wollte vielleicht sowieso irgendwann mal noch ein zweites Video für. Das ist ja letztens rausgekommen. Hier das Video auf meinem Kanal. Schaut euch das unbedingt noch an, wenn ihr das noch nicht geguckt habt. 20 Kleinstparteien in so und so vielen Sekunden. Da habe ich 20 Kleinstparteien kurz und knapp erklärt. Mal deren Programm, also deren Programm, wofür sie stehen, was sie sind, kurz erklärt, jede Partei so ein, zwei Minuten lang. Letztendlich. Das kann man auch mal wieder machen. Muss halt vorbereitet werden. Das war halt, also für das Video habe ich eine Menge, habe schon ein, zwei Wochen Vorbereitung, ist da schon dabei.
Mindestens. Wenn nicht ein halber Monat. Ja, okay. Dann würde ich sagen, da mich nach oben soll es sich gefallen haben. Macht selbst mal den Wahlswiper, nachdem ihr den Wahlomaten gemacht habt, vielleicht. Eine kleine Umfrage. Nachbarn könnt auch mitmachen. Habe ich auch schon gemacht. Habe den Wahlswiper schon mal vorher gemacht. Habe den schon mal, damit ich ein bisschen Sicherheit habe hier für das Video. Ja, ansonsten drücke ich nach oben, habe ich schon gesagt, Abo da lassen. Schaut auf Twitch vorbei, in der Regel streame ich regelmäßig live. Und ja, was noch? Kommentare schreiben, Glöckchen aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Haut rein, ne? Habt einen angenehmen Tag noch. Wir sehen uns zum nächsten Video. Zum Wahlswiper, den habe ich jetzt vorne aufgenommen, aber ich denke, ich werde das so veröffentlichen, dass da jetzt den Wahl, zum Wahlomaten. Wahlswiper werde ich jetzt um 10 wahrscheinlich als 10 Uhr Video mal raushauen, außer der Regel. Und den Wahlomaten seht ihr um 14 Uhr heute. Also schaut den Wahlomaten, das Wahlomaten Video um 14 Uhr. Und ja, bis dann und ciao.